Auch Päpste werden ja von ihrer persönlichen Biografie geprägt. Bei Johannes Paul II. War es das Leben in Polen, hinter dem eisernen Vorhang, unter einem kommunistischen, antireligiösen Regime. Das prägte seine Themen. Auch Johannes Paul war ja ein politischer Papst, der seinen Anteil hatte an den Revolutionen in Osteuropa. Papst Franziskus, der Argentinier, ist in einer anderen Welt aufgewachsen. Auf einem Kontinent, auf dem die Kluft zwischen Arm und Reich extrem ist. In einem Land, in dem Korruption und Klientelpolitik an der Tagesordnung sind. Arm und Reich, Nord und Süd, das sind Franziskus' Themen. Nun hat er ein weiteres hinzugenommen, das er aber in diesen Kontext einordnet, den globalen Umweltschutz. Vor dem nächsten Weltklimagipfel Ende des Jahres macht Franziskus deutlich, der Papst will hier mehr als ein Wort mitreden. Christoph Röckerath über die neue Öko-Enzyklika des Vatikans. Sie ist alles, was wir haben. Und sie ist verletzlich. Eine Binsenweisheit über unsere Erde, die uns aber nicht weise macht. Beklagt einer, der von Amts wegen weise sein muss. Und von ihm ertönt ein Wutschrei. Vorgetragen mit leiser Stimme in klaren Worten. Wir zerstören unser aller Haus und wir alle werden darunter leiden, warnt der Papst. Die Menschen sollten den Garten pflegen, in den Gott sie gesetzt hat, ihrer Verantwortung für die Schöpfung gerecht werden. In seiner Enzyklika Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus, die der Vatikan jetzt vorgelegt hat, rechnet Papst Franziskus ab mit einer Weltwirtschaft, die dominiert von den Interessen des reichen Nordens, also unseren Interessen, die Erde zerstöre und die Ärmsten der Welt ausbeute. So deutlich und grundlegend hat noch kein Papst die Politik herausgefordert. Die deutschen Bischöfe schwärmen. Die Enzyklika ist ein großer Wurf. Eine wirkliche Weiterentwicklung der Sozialethik der Kirche und so wichtig für das 21. Jahrhundert. Es gibt ja keine Institution, denke ich, die so weltweit auch viele Menschen ansprechen kann, sich mit einem solchen Text, mit einer solchen Botschaft zu beschäftigen. Erstmals steht die Umwelt im Mittelpunkt einer Enzyklika. Sie ist naturwissenschaftlich fundiert, bezeichnet den Klimawandel als menschengemacht. Seine Bekämpfung sei untrennbar verbunden mit der Bekämpfung von Armut und Hunger auf der Welt. Dieser ganzheitliche Ansatz sei zwingend, die Kernaussage. Sie sagt nicht mehr wie früher, wir haben nur die Wahl, entweder wir entwickeln uns, dann müssen wir den Planeten zerstören, oder wir bewahren den Planeten und dann müssen alle arm sein. Und die Enzyklika sagt, wir können beides tun. Der Papst benennt Schuldige. Er fordert die Abkehr von fossilen Brennstoffen und ein Ende der Ausbeutung der Natur für kurzfristiges Profitstreben. Und er wird konkret, wenn er etwa die Kommerzialisierung von Grundbedürfnissen wie Trinkwasser anprangert oder die gentechnisch unterstützte industrielle Landwirtschaft. Die Kraft des Kapitals sei oft stärker als die Politiker, die auf ihren Gipfeltreffen zu wenig zustande brächten. Die Natur als Untertan, Werkzeug, Kulisse. Die Mächtigen und ihre Interessen seien vergänglich. Die Erde aber dem Untergang geweiht, wenn wir nicht die Schöpfung retten. Warum möchte man heute eine Macht bewahren, die in die Erinnerung eingehen wird, wegen ihrer Unfähigkeit einzugreifen, als es dringend und notwendig war? Also er nimmt die Politik in die Pflicht, wirklich auch globale Vereinbarungen zu schaffen, sagt aber gleichzeitig, die Politik wird es nicht freiwillig tun, sondern sie braucht einen Druck aus der Zivilgesellschaft. Der populäre Papst trifft einen Nerv, bekommt viel Beifall, doch eine Patentlösung gibt es nicht. Das Thema ist heikel. Viele der indirekt von ihm Kritisierten wollen auf Anfrage nicht mit uns reden. Oder sie sehen sich bereits auf dem rechten Weg. Natürlich spricht er die Wirtschaft insgesamt an, aber ich möchte auch für uns darauf hinweisen, dass wir über 80 Millionen Menschen in diesem Land qualitativ hochwertig mit Energie und Wasser versorgen. Die Wasserwirtschaft in Deutschland ist vorbildlich. Wenn wir sehen, was wir jetzt vor wenigen Wochen hier auf dem G7-Gipfel in die Wege geleitet haben und was wir tun wollen auf dem Klimagipfel in Paris am Ende des Jahres, dann ist es ja nicht so, als hätten wir nicht eingesehen, dass wir handeln müssen. Ja, wir müssen handeln. Der Papst aber fordert nicht weniger als eine Revolution. Vielleicht ist es nicht realistisch, aber es ist ein Weckruf, der nicht ungehört verhallen dürfte. Papst Franziskus hat Umweltzerstörung, Konsumrausch und Klimawandel angeprangert und eine ökologische Umkehr gefordert. In seiner Umweltenzyklika Laudato Si schreibt er, das menschliche Verhalten erscheine bisweilen selbstmörderisch. Unter Verschwendung und Wachstum der reichen Länder litten vor allem die Armen. Bei Umweltverbänden und den Kirchen in Deutschland stießen die Aussagen auf Zustimmung. Den Bus nehmen oder Fahrgemeinschaften gründen.
Papst Franziskus gibt in seiner heute vorgestellten Enzyklika Laudato Si ganz naheliegende Tipps, um den Klimawandel zu stoppen. Es ist das erste Mal, dass ein Papst eine Enzyklika, also ein päpstliches Lehrschreiben, komplett dem Thema Umwelt widmet. Um die Schöpfung noch zu retten, die immer mehr einer, so Franziskus wörtlich, unermesslichen Mülldeponie gleiche, müsse man sich abwenden von fossilen Energiequellen und von unserer Wegwerfgesellschaft. Unser Haus geht kaputt und das schadet uns allen, vor allem aber den Armen. Ich appelliere daher an die Verantwortung aller. Hart ins Gericht geht Franziskus mit der Politik. Sie habe sich komplett dem Diktat von Technologie und Finanzwelt unterworfen. Nur der Profit zähle im Kapitalismus auf Kosten der Entwicklungsländer und der Umwelt. Wir haben 10 oder 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen. Nur die Weltwirtschaft ist ein riesiger Tanker. Selbst wenn sie das Ruder herumgerissen haben, muss das Schiff nicht nachsteuern, ne? Und da ist es so, dass jedes verlorene Jahr eigentlich wir uns nicht erlauben können. Von den bisherigen Ergebnissen der UN-Klimakonferenzen ist Franziskus enttäuscht. Mit dieser Enzyklika will er dazu beitragen, dass der nächste Klimagipfel im November konkrete Maßnahmen liefert. Als erster Papst in der Geschichte hat Franziskus dem Thema Umwelt eine Enzyklika gewidmet. Und wie man es von ihm erwartet, ist seine Botschaft klar, aber auch unbequem. Die Politik habe bei Umweltfragen versagt. Es drohe der Kollaps der Erde. Vor allem die Wohlhabenden sieht er in der Pflicht. Sie sollten ihren Lebensstil grundlegend ändern. Jürgen Erbacher. Selbst ist der Papst heute nicht zur Vorstellung gekommen. Die Enzyklika wurde auf einer Pressekonferenz präsentiert. Die zentralen Themen: Umwelt und Armut. Franziskus fordert einen radikalen Systemwechsel in Wirtschaft und Politik. Hart geht er mit der bisherigen Klimapolitik ins Gericht. Die Unterwerfung der Politik unter die Technologie und das Finanzwesen zeigt sich in der Erfolglosigkeit der Weltgipfel über Umweltfragen. Die Enzyklika soll ein Weckruf sein, um die Spirale der Selbstzerstörung, in der sich der Mensch befindet, zu durchbrechen, so Franziskus. Für ihn sind Ökologie und soziale Gerechtigkeit zwei Seiten derselben Medaille. Er spricht von einer ökologischen Schuld des Nordens gegenüber dem Süden. Die deutschen Bischöfe unterstützen den Papst. Die Auswirkungen des Klimawandels haben besonders die Armen zu tragen. Und deswegen müssen, so sagt er, die, die in besonderer Weise den Klimawandel verursacht haben, das sind die reichen Länder, voranschreiten und den Armen helfen. Franziskus fordert die Abkehr von fossilen Brennstoffen zugunsten erneuerbarer Energien. Er setzt auf die Macht der Verbraucher, die auf Politik und Wirtschaft Druck ausüben sollten. Die Enzyklika versucht, Entwicklung neu zu definieren. Sie sagt nicht mehr wie früher, wir haben nur die Wahl, entweder wir entwickeln uns, dann müssen wir den Planeten zerstören, oder wir bewahren den Planeten und dann müssen alle arm sein. Und die Enzyklika sagt, wir können beides tun. Franziskus zeigt sich als Papst klarer Worte. Seine Enzyklika wird wohl die Debatte um den Umweltschutz und die Armutsbekämpfung neu anfachen.